Hallo und herzlich willkommen zur Lesung aus Everybody's Gypsy, Popkultur zwischen Ausgrenzung und Respekt. Mein Name ist Toci Reinhardt. Ich bin Sängerin, Autorin und Menschenrechtlerin. Lacho Dives, Mehomo Doci und Gläser Rautamenge, Tanmo Bucho, Glan, Everybody's Gypsy. Zunächst möchte ich gerne mit einem Mythos aufräumen, welcher sich um mein Volk rankt. Dass alle Sinti oder Roma fantastische Musiker sind, ist eine falsche Behauptung und nur eines der vielen Klischees, die es über uns gibt. Auf die meisten Menschen trifft das nicht zu, auch nicht auf Sinti oder Roma. Aber wenn es darum geht, Gefühle wie Trauer oder Freude durch die Musik auszudrücken, kann das vermutlich niemand besser als eine Person, die von ganz unten kommt. Warum? Weil großartige Kunst oftmals etwas mit Armut, Schicksalsschlägen, Unterdrückung und Grausamkeiten zu tun hat. Dies sind wesentliche Erfahrungen von Sinti und Roma, aber auch von Angehörigen anderer Minderheitsgruppen. Nicht selten, mit letzter Kraft, versucht man überall dort, wo Menschen unterdrückt werden, seinen Schmerz Raum zu geben, indem man seinen Gefühlen freien Lauf lässt. In der Musik und Kunst konnten viele Betroffene Dinge ausdrücken, über die sie nicht reden wollten oder konnten, und haben etwas Hässliches in etwas Kostbares und Schönes verwandelt. Genauso verhält es sich mit der überschäumenden Freude. Nur wer die Kehrseite der Medaille kennt, weiß auch um Freude und wahres Glück. Wir wurden nicht angesiedelt, durften nicht sesshaft werden, wurden unterdrückt. Dabei haben wir die europäische Kultur mitgeprägt und viel zu ihrer Entwicklung beigetragen. Nicht nur in der Musik, aber gerade dort sind Sinti und Roma schon sehr lange etabliert und sichtbar. So gaben wir etwa Spanien den Flamenco. Und viele europäische Volkstänze würde es so nicht geben, wären die Sinti und Roma nicht vor rund 900 Jahren von Indien nach Europa gereist. Auch großartige Komponisten wie Franz Liszt haben sich von unserer Musik inspirieren lassen. Dieses Buch dient aber nicht dazu, bei Ihnen irgendwelche künstliche Sympathien für Sinti oder Roma zu wecken. Es geht auch nicht darum, Sinti oder Roma in die Opferrolle zu drängen. Es geht vielmehr darum, Angehörige dieser Minderheit als gleichberechtigte Bürger und Menschen wahrzunehmen. Sie als Individuen zu respektieren, ihnen unaufgefordert ihre Bürger- und Menschenrechte zuzugestehen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Dies beinhaltet auch das Recht auf freie Entfaltung der Person. Allerdings ist das in weiten Teilen der Gesellschaft noch nicht angekommen. Auch nicht bei den politischen Parteien. Allen voran in den rechtspopulistischen rechten Parteien wie NPD und AfD wird sehr konstant und leidenschaftlich gegen Minderheiten gehetzt. Aber machen wir uns nichts vor. Oft hat die sogenannte Mehrheitsgesellschaft ein vorgefertigtes Bild von den mancherorts immer noch als Zigeuner oder Gypsy bezeichneten. Diese von Klischees überladene Vorurteile haben nicht nur zu romantisierten Trugbildern über ein Volk geführt, dessen Vergangenheit eher von der Bewältigung ihres schweren Lebens als von Romantik geprägt war. Auch Feindbilder sind so über die Jahrhunderte hinweg entstanden und haben etwa aus dem Zigeuner einen Ziehgauner gemacht, ein Tagedieb, der nichts als Unheil im Schilde führt. Und aus der Sintezer wird eine geheimnisvolle, heißblütige und schamlose Wahrsagezigeunerin. Solche Vorurteile sind heute noch weit verbreitet. Teils werden sie klar als Beleidigung ausgesprochen, teils werden sie im neuen Gewand in den Medien verbreitet. Auch in kulturellen Bereichen wie Mode, Musik, Literatur und nicht zuletzt im Alltag kommen sie vor. Latenter Rassismus mitten in unserer Gesellschaft. Das Label, das Image der Gypsies wird mittlerweile in fast allen Lebens- und Geschäftsbereichen, vor allem aber in Unterhaltungsindustrie und Medien, oft und gerne dafür verwendet, das eigene Produkt zu vermarkten.
Stereotype werden inszeniert, produziert und verbreitet, um zum Stigma für jeden einzelnen Rom, Romni, Sintetzer und Sinto zu werden. Doch das scheint keine Rolle zu spielen. Vielleicht nehmen die handelnden Personen ja an, dass eine Minderheit, die seit Jahrhunderten an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurde und lange keine Rechte hatte, auch heutzutage nichts an ihrem erfahrenen Unrecht zu ändern vermag. In diesem Buch möchte ich zeigen, wie gelebte Kultur von Sinti und Roma wirklich aussieht. Ich habe dazu viele Menschen gesprochen in den Bereichen Musik, TV, Film, Literatur, Mode und Kunst. Daneben möchte ich zeigen, wie eine Erinnerungskultur zukunftsweisend sein kann, wie Sinti und Roma gegen alle Klischees ihren Platz in der Gesellschaft behaupten und welche Probleme sie in anderen Ländern haben oder gerade nicht. Literatur, Mode und Kunst. Cervantes und Co. Frühe Zeugen der Zigeunerklischees. Frau Dr. Alemut Hille ist Leiterin des Arbeitsbereichs Deutsch als Fremdsprache und Kulturvermittlung an der Freien Universität Berlin. Sie ist Autorin des Buches Identitätskonstruktion der Zigeunerin in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Darin geht es um projektive Vorstellungen vom Zigeunerleben oder von dem, was einen Zigeuner ausmacht. Vorstellungen, die in teilweise in der Kulturlandschaft tief verwurzelten literarischen Texten zu finden sind und das exotische Erscheinungsbild der europäischen Sinti und Roma prägen. Vorrangig dient die Zigeunerin als Personifizierung des Fremden. Angefangen bei Miguel de Cervantes Novelle Geschichte des Zigeunermädchens aus dem Jahr 1613. In einem Kapitel heißt es dort: Es scheint, als würden Zigeuner und Zigeunerinnen nur geboren, um Diebe zu sein. Ihre Eltern sind Diebe, unter Dieben wachsen sie auf. Sie erlernen das Diebeshandwerk und werden schließlich mit allen Salben geschmierte Diebe. Die Lust am Stehlen und das Stehlen selbst ist ihnen so zur zweiten Natur geworden, dass nur der Tod sie davon abbringt. Die Zigeuner, wie Cervantes sie nennt, seien also zum Stehlen geboren. 1847 veröffentlicht Prosper Mérimée seine Novelle Carmen und vollendet damit dieses Stigma mit seiner gleichnamigen Zigeunerin. Durch den Erfolg der 1875 in Paris uraufgeführten Oper Carmen von Georges Bizet manifestierte sich das Klischee der Zigeunerin und brannte sich in den Köpfen der Gesellschaft ein. Bis heute zählt Carmen zu den bekanntesten Opern in der Musikgeschichte. Seither sind etliche Spielfilme über Carmen gedreht worden. Das Werk dient auch heute noch vielen Künstlern als Vorlage, immer wenn es darum geht, eine Gypsy-Frau zu porträtieren. Wer kennt wohl nicht die Carmen-Bluse? In der deutschen Literatur steht der Begriff Zigeuner ebenfalls in stigmatisierenden oder gar rassistischen Zusammenhang. Die meisten Schriftsteller hatten selbst freilich keinen Kontakt zu Sinti oder Roma. Sie adaptierten die vorgefassten Bilder einfach, ohne die kleinste Kenntnis von Kultur, Gebräuchen oder dem Aussehen einzelner Sinti oder Roma gehabt zu haben. Johann Wolfgang von Goethe erwähnte Zigeuner zum Beispiel 28 Mal in seinen Werken, häufiger als ein anderer deutscher Schriftsteller. Sicherlich wird er in Weimar auch ab und zu Sinti gesehen haben. Goethes nächtliche Zigeunerlager in Goetz von Berlichingen oder die Figur der zigeunerhaften Mignon, Wilhelm Meister, ging wohl eher ein Studium von Cervantes Zigeunerin voraus als eine echte Begegnung mit Sinti. Das trifft auch auf die Schriftsteller Eichendorff, Hoffmann und Brentano zu. Die Werke des Letzteren sind geradezu durchdrängt von schönen Zigeunerinnen, bis er 1810 in Böhmen eine reale Begegnung mit Roma hatte, die diesmal nicht irgendwelchen Vorlagen oder wilder Fantasien entsprungen sind.
Darauf schrieb er an die Gebrüder Grimm: Die Zigeuner sind alle zum Galgen reif und gar nicht romantisch. Aus Frust darüber wünschte er den Roma den Tod an den Hals. Wie man sieht, ist dieses klischeebeladene Bild über die Zigeuner tief in der europäischen Tradition integriert worden. Man hat sich die Zigeuner einfach nach Lust und Laune kreiert. Die Erfahrungen, die in Büchern und Gemälden festgehalten wurden, basieren nicht auf der Realität. Man wollte sich schließlich nicht mit den Zigeunern abgeben, hat ihnen dafür aber ein rassistisches Bild verpasst, welches bis zum heutigen Tag nachwirkt und in der Allgemeinbildung der Gesellschaft fest verankert ist. Vielleicht versteht man in diesem Zusammenhang auch besser die jüngste Debatte darüber, ob rassistische Begriffe wie Anführungsstriche Neger und Anführungsstriche Zigeuner aus den Kinderbüchern nicht verschwinden und durch politisch korrekte Ausdrücke ersetzt werden sollen. Ex-Familienministerin Christina Schröder hat zum Beispiel in einem Interview für die Zeit zugegeben, manche Begriffe auszusparen, wenn sie ihrer kleinen Tochter etwas vorliest. Gemeint sein könnte Ottfried Preußlers Die kleine Hexe. Darin steht, aber die beiden Negerlein waren nicht vom Zirkus und ebenso wenig die Türken und Indianer, heißt es dort. Und weiter, auch die kleinen Chinesinnen und der Menschenfresser, die Eskimo-Frauen, der Wüstenscheich und der Hottentottenhäuptling stammten nicht aus der Schaubude. Für den Verleger des Stuttgarter Thienemann Verlages, Klaus Wilberg, war eine Neuausgabe des Buches anlässlich des 90. Geburtstags von Preußler die Gelegenheit, solche Begriffe auszutauschen. Die Kinder heutzutage nicht mehr verstehen, weil die Sprache nicht mehr zeitgemäß ist. Dabei ging es weniger um Political Correctness, was aber ein schöner Nebeneffekt war. Sympathischerweise willigte Preußler ein und ließ die Änderung zu. Dass sie vom Verlag angekündigten Änderungen einen Shitstorm und Zensurvorwürfe hervorrufen würden, hätte bestimmt niemand erwartet. Warum auch? Der Autor hatte den Änderungen zugestimmt. Was soll denn der ganze Wirbel? Kann denn niemand nachvollziehen, dass es für einige Kinder beleidigend sein muss, Neger genannt zu werden? Auch ich möchte in einem Kinderbuch nicht von Zigeunern lesen. Die Frage ist, warum liegt den entrüsteten Lesern so viel an diesen Worten? Ich finde es jedenfalls gut, dass sich Verleger und Eltern mit dieser Thematik auseinandersetzen. Schließlich haben sich diese rassistischen Bezeichnungen von Minderheiten seit langer Zeit festgesetzt und immer wieder Vorurteile und Ressentiments gegenüber Minderheiten gerechtfertigt oder gar geschürt. Und diese Bilder setzen sich nach wie vor in den Köpfen der Kinder fest. Kennt man das Wort Zigeuner von klein auf, benutzt man es wohl auch in der Zukunft eher. Wie will man denn den Kindern erklären, weshalb sie nicht Neger sagen sollen, wenn sie gleichzeitig den Begriff in einer schönen Geschichte hören? Das war früher anders, da durfte man das noch sagen, aber heute nicht mehr. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Heute gibt es einige deutschsprachige Internetseiten, Bücher und Materialien, die seriös über die Geschichte und die Kultur der Sinti und Roma informieren. Ältere Generationen haben in ihrer Jugendzeit kaum Chancen auf Informationen gehabt. Die wenigen Möglichkeiten waren meistens von unzureichender Kenntnis, latenten oder gar offenen Rassismus geprägt. In Knaus Jugendlexikon von 1953 steht beispielsweise: Die Zigeuner sind ein Wandervolk indischer Herkunft. Meist hausen sie gruppenweise in Wohnwagen oder Zelten und ernähren sich von Haustieren, Betteln und Wahrsagen. In Deutschland waren sie 1933 und 1945 schweren Verfolgungen ausgesetzt. Na, immerhin steht da etwas von schweren Verfolgungen, wenn auch nicht über die Ermordung der 500.000 Sinti und Roma während dem Nationalsozialismus. Bis Anfang der 90er Jahre gab es im Westen wie im Osten Deutschlands wenig Literatur, in der Sinti oder Roma vorkamen.
Eine der wenigen Ausnahmen ist das Buch Ede und Unku von Alex Wedding alias Gretje Weißkopf. Das Buch wurde in der DDR im Kinderbuchverlag Berlin wieder veröffentlicht, gehörte in der DDR zur Schullektüre und wurde unter dem Titel Als Unku Edes Freundin war von der DEFA verfilmt. Ede und Unku gehörte zu jenen literarischen Werken, die 1933 auf den Index kamen und im Zuge der Aktion gegen undeutschen Geist verboten wurden. Am 10. Mai 1933 wurde auf dem Opernplatz in Berlin auch Ede und Unku verbrannt. Im selben Jahr floh Hautfield vor den Nazis, nachdem die SA seine Wohnung gestürmt und durchsucht hatte. In Tschechien entstand dann eine Arbeit von ihm, die zu seinen bekanntesten gehört. Millionen stehen hinter mir. Auf dieser Fotomontage ist Hitler zu sehen, der seinen Hitlergruß nach hinten wendet, um das Geld eines archetypischen Industriellen entgegenzunehmen. John Hartfield war Mitbegründer der Vereinigung kommunistischer Künstler, der Roten Gruppe. Schließlich floh auch die Schriftstellerin und Autorin von Ede und Unku 1933 nach Polen und gelangte von dort ins Exil nach New York. Dort verbrachte sie die Kriegsjahre. Sie war in doppelter Hinsicht gefährdet. In Ede und Unku stellte sie die Gleichberechtigung und Menschenwürde von Sinti und Roma heraus und war gleichzeitig mit dem Literaten mit jüdischem Hintergrund und Mitglied im Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller Franz Karl Weißkopf verheiratet. 1953 kehrte das Ehepaar nach Deutschland in die DDR zurück. Alex Wedding verfasste bis zu ihrem Tod 1966 zahlreiche Kinder- und Jugendbücher, schrieb Reportagen und Berichte. Seit 1968 wird der nach ihr benannte angesehene Literaturpreis, der Alex-Wedding-Preis, verliehen. Die Vorlage für das Sinti-Mädchen Unko lieferte übrigens eine Freundin von Gretje Weißkopf, die Sintitzer Erna Lauenberger. Sie wurde 1943 in Auschwitz ermordet. Anders als im Buch gab es im wirklichen Leben kein Happy End. Die einzige Methode gegen Vorurteile ist Wissen. Dass ein verantwortungsvoller Umgang mit Minderheiten und guter Kinder- und Jugendbücher kein Widerspruch sind, beweist auch die zeitgenössische Schriftstellerin Anja Tuckermann. Sie ist als Autorin auf verschiedenen Gebieten unterwegs. Sie schreibt Romane, aber auch Theaterstücke und Songtexte. Bekannt ist sie auch für ihr Engagement in der Mädchenrechtsbewegung. Von 1980 bis 1991 gab sie die Zeitschrift Tigermädchen heraus, deren Texte von Jugendlichen und Kindern verfasst wurde. Muscha, ein Sinti-Kind im Dritten Reich, ist der Titel ihres wohl bekanntesten Buches. Dabei handelt es sich um einen biografischen Roman. Der Inhalt basiert also auf realer Geschichte eines kleinen Jungen, den sie Josef nennt. Josef ist Sinto und wird in seiner Schulklasse ständig beleidigt und von anderen verprügelt. Auch von Erwachsenen wird er hin und her gestoßen. Als Deutschland unter der Herrschaft Hitlers steht, muss Josef um sein Leben fürchten. Auch andere Romane von Anja Tuckermann thematisieren das Schicksal von Sinti-Kindern in der Zeit des nationalistischen Regimes. Anja Tuckermann ist auch Autorin der Biografie Denk nicht, wir bleiben hier, die Lebensgeschichte des Sinto Hugo Höllenreiners. Schnittmuster Esmeralda. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie meine Mutter früher mit mir und meiner Schwester in den kleinen Stoffladen ging. Meine Mutter war eine passionierte Hobbyschneiderin. Sie liebte es, stundenlang verschiedene Stoffe und Nähgarne zu begutachten. Sie konnte Tage damit verbringen, Vorhänge auszumessen. Aber auch die Empire-Kleidchen, die sie für ihre beiden Töchterchen nähte, kann ich mich nur zu gut erinnern. Die Kleidung, die wir meistens zu Familienfesten trugen, wurde sehr von den Erwachsenen bewundert.
Die Kinder dachten aber meistens, wir seien Zwillinge, weil es sich um die gleichen Kleidchen aus demselben Stoff handelte. Am meisten Arbeit hatte meine Mutter aber immer dann, wenn meine Oma mal wieder ein Trachtenkleid mit Schürze orderte, was schon mal öfter im Jahr vorkommen konnte. Dann hat meine Mutter ihre Schneiderei ziemlich ernst genommen. Hatte meine Großmutter doch ihren ganz eigenen Geschmack und ein Adlerauge, wenn es um kleine Unebenheiten einer Naht, eine falsch gesetzte Falte, eine falsche Knopffarbe ging. Der Anspruch der Matriarchin war groß und die Zeit, die meine Mutter dann im Stoffladen verbrachte, lang. Was blieb uns Kindern anderes übrig, als alle Nischen und Ecken des kleinen Ladens, auch bislang Unentdecktes, zu durchforschen? Neben Textilien gab es Nähnadeln, Reißverschlüsse, Ösen und dann noch ein paar Modemagazine. Doch auch die waren allesamt ziemlich bald nach ihrer Entdeckung durchgeblättert. Dann blieben uns noch die Bilder auf den Schnittmusterbögen. Es gab ein Regal mit einer Extra-Ecke für Fasching-Musterschnitte. Natürlich fielen unsere Augen gleich auf die kleinen bunten Bildchen mit Clowns, Prinzessinnen, Feen und Königinnen. Es gab auch ein Schnittmuster aus dem Olympia-Schnittmuster-Verlag, das sich Esmeralda nannte. Darauf war eine dunkle Frau mit rotem Oberteil und goldenen Ohrringen abgebildet. Gleich daneben lag ein Schnittmuster von Burda mit dem Namen Zigeunerin. Erst neulich, 30 Jahre später, fiel mir diese Szene wieder ein, als ich meiner Mutter im besagten Geschäft einen Geschenkgutschein besorgte. Neugierig, ob es die alten Schnittmuster immer noch gibt, recherchierte ich bei Olympia und Burda. Und wer hätte es gedacht? Beide Firmen haben sie noch im Programm. Dennoch konnte ich es mir nicht verkneifen, da mal anzurufen, um herauszufinden, wo die Inspiration der Schnittmuster eigentlich herrühren. Bei Burda erhielt ich Auskunft. Ja, ich muss mal schauen, wer für die redaktionelle Arbeit für Schnittmuster zuständig ist. Einen Moment bitte, dröhnte mir eine nette Frau am anderen Ende der Leitung entgegen. Hören Sie, fragt mich die gleiche Stimme mit leicht bayerischem Akzent. Die Dame, zu der ich Sie gern verbinden möchte, ist gerade nicht am Platz. Alles klar, dann versuche ich's spät. Aber wissen Sie, unterbricht mich die Frau von Burda-Vermittlung, wissen Sie, es ist momentan die Zeit, wie auch mit dem Negerlein in den Kinderbüchern. Man kann doch jetzt nicht alles neu schreiben. Dann holte ich kurz aus, bevor sie weiterspricht. Naja, stellen Sie sich mal vor, man hätte die Bayern 2 Jahrzehnte lang nur Knödelfresser genannt. Dann wären sie ja auch froh darüber, endlich Bayer genannt zu werden. Na, das muss man im historischen Zusammenhang sehen, denke ich. Zugegeben, mein Vergleich hinkt. Und ich sage auch gar nichts mehr. Aber ich frage mich umso mehr, warum Begriffe wie Neger und Zigeuner nicht aus den Kinderbüchern und Schnittmusterbögen verschwinden können. Die meisten Menschen wissen sehr wenig über die Kultur von Sinti und Roma. Und fast keines der bekannten Gypsy-Klischees hat was mit der Lebensrealität zu tun. Wenn die Nicht-Sinti und Nicht-Roma sehe, die einen bemalten Wohnwagen besitzen, denke ich nicht daran, dass hier unsere Kultur gestohlen wird. Es kümmert mich auch nicht, wenn junge Frauen stolz Kopfbänder und bunt bedruckte lange Röcke tragen. Warum auch? Meiner Meinung nach ist das keine Aneignung einer anderen Kultur. So manches ärgert mich, zum Beispiel, wenn ein Modelabel Röcke Gypsy-Röcke nennt, nur weil sie eine bestimmte Länge haben. In vielen Kulturen tragen Frauen knöchellange Kleider und Röcke. Der Begriff Gypsy Fashion ist also nicht nur eine verdrehte Realität. Er setzt auch Trugbilder in die Welt. Mit uns wird ein sorgloser, von Mystik geprägter Lifestyle assoziiert. Das Ganze wird dann noch massentauglich gemacht bei der Vermarktung der Gypsy Clothes. Da werden Mädchen und Frauen verrucht, geheimnisvoll, provozierend und sexy dargestellt. Es entsteht der Eindruck, sie seien leicht zu haben. So werden sie zum Synonym für eine Frau,
die weder Scham noch Anstand kennt und deren Kleidung aus einem Hauch von nichts besteht. Die Modewelt weiß eigentlich nichts darüber, was eine Sintezo oder eine Romney wirklich trägt. Eine Vereinheitlichung ihrer Mode wäre auch gar nicht möglich, weil eine Romney aus der Türkei sich etwa ganz anders anzieht als zum Beispiel eine Sintezo aus Deutschland oder Italien. Natürlich spielt die regionale Folklore aus dem jeweiligen Kulturkreis, wo Roma oder Sinti leben, eine große Rolle. Eine ungarische Romney hat beispielsweise eine eigene Technik, wie ihr Schal gebunden und ans Haar geheftet wird. Auch werden ihre Röcke auf eine ganz bestimmte Art und Weise genäht und getragen. Die meisten Sintezi und Romja aber orientieren sich an den Kleidungsgewohnheiten der mitteleuropäischen Mode. An unserer Kleidung jedenfalls erkennt man uns nicht. Lebendige Erinnerung. Zerrissenes Herz. Der Tag der Einweihung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas ist am 23. Oktober 2012 doch noch gekommen. Nun ist es soweit. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird zusammen mit dem Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, das von Dani Karavan entworfene Mahnmal einweihen. Alles, was in der Politik Rang und Namen hat, ist gekommen. Sinti aus ganz Deutschland sind eingetroffen. Einige müssen sogar wegen knapper Platzkapazität draußen bleiben. Ich empfinde die Einweihung als wichtig, wenn das Mahnmal nicht bloß als rückwärtsgewandt, sondern auch als vorwärtsgewandt gesehen wird. Ich denke, es können für die Sinti- und Roma-Communities durch das Mahnmal positive Dinge geschehen. Daher ist es sehr wichtig, dass die Kanzlerin anwesend ist. Auch finde ich das Mahnmal architektonisch gelungen. Einerseits ist der Blick auf den glatten Wasserspiegel des runden schwarzen Beckens sehr aufwühlend und beunruhigend. Man sieht in einen schwarzen Abgrund. Trotzdem kann man an diesem Ort, eingekreist von hohen Laubbäumen zwischen Brandenburger Tor und Reichstagsgebäude, innehalten. Das Gedicht des italienischen Roma-Künstlers Santino Spinelli umsäumt den Brunnen auf geschmiedeten Stahl. Eingefallenes Gesicht, erloschene Augen, kalte Lippen, Stille. Ein zerrissenes Herz, ohne Atem, ohne Worte, keine Tränen. Mein Urgroßvater war gleich in mehreren Lagern und ist nur knapp der Gaskammer entkommen, weil die Nazis Musiker brauchten. Und so holte man ihn schon benommen vom Gas aus der Kammer, damit er auf einer Nazi-Feier Geige spielen konnte. Nach dem Krieg musste er hart mit den deutschen Behörden kämpfen, um finanzielle Unterstützung zu bekommen. Als Patriarch wollte er für seine Familie sorgen, war jedoch gesundheitlich geschädigt durch die Zwangsarbeit in den Lagern und die Gaskammer, konnte nicht mehr richtig arbeiten. Um das bisschen finanzielle zu bekommen, hat er sich stark eingesetzt. In den Behörden saßen ja meistens immer noch dieselben Nazis wie vor 1945. Es hat lange gebraucht, bis der Völkermord an den Sinti und Roma aus rassischen Gründen von deutscher Seite anerkannt wurde. Es dauerte bis zum 17. März 1982. Erinnern ist Teil unseres demokratischen Selbstverständnisses. Gleichzeitig sei es eine Mahnung für die Zukunft, wachsam zu sein, Minderheiten zu schützen und Verantwortung zu übernehmen, sagte die Bundeskanzlerin. In Berlin widmet sich die Gedenkstätte Stille Helden deutschen Bürgern, die während der Nazizeit verfolgten Juden geholfen haben, zu überleben. Sie haben ihre Mitbürger versteckt und dafür oft ihr Leben riskiert.
Sie ist in der Rosenthaler Straße in Berlin-Mitte. Ich wünschte, es gäbe mehr Orte wie diesen und Menschen, die bezeugen, dass es auch anders gegangen wäre. Schon komisch, dass es eines jüdischen Regisseurs namens Steven Spielberg bedurfte, um einen Helden wie Oskar Schindler ein Denkmal zu setzen. Sei es auch nur im Film. Mir lief es kalt den Rücken runter, als der Journalist und Jurist und Philosoph Michael Friedmann in seiner Talkshow erwähnte, dass er seinen Sohn nach Oskar Schindler benannte, weil sein Vater damals zu den Schindler-Juden gehörte, die gerettet wurden. Ich habe die Solidarität der Opfergruppen des Holocaust schon immer für wichtig und richtig gehalten. Immer wenn jemand aufgrund seiner Herkunft diskriminiert wird, fühle ich mich irgendwie auch betroffen. Wenn ich vergessen könnte, ich würde nicht immer an den vielen Stolpersteinen im Berliner Scheunenviertel anhalten, um die Namen zu lesen. Vermutlich wäre ich dann auch nicht so misstrauisch gegenüber Fremden. Ja, bestimmt wäre ich freier und eine Last würde von meinen Schultern fallen, würde ich über das geschehene Unrecht einfach Gras wachsen lassen. Aber wäre das nicht ein Leugnen meiner eigenen Familiengeschichte und somit meiner Identität? Ich bin zwar eine eigenständige Person und treffe Entscheidungen, aber diesen Teil der Geschichte einfach ignorieren, einfach so tun, als würde mich das nicht berühren und nichts angehen, nur weil es ein paar Jahrzehnte vor meiner Geburt passiert ist? Das kann ich nicht. Im Gegenteil. Je älter ich werde, desto mehr erfahre und begreife ich, was damals eigentlich los gewesen sein muss. Dieses grausame Leid und ekelhafte Elend der Betroffenen kann man wohl nicht wirklich begreifen. Auf der Opferseite wird deshalb auch nicht gerne über dieses Thema Vernichtung durch die Deutschen in der Nazizeit gesprochen. Trauer und Angst vor den Erinnerungen an eine Zeit, die auch für meine Familie eins bedeutete: die Hölle auf Erden. Mit der Aufarbeitung der NS-Verbrechen möchten viele der Deutschen nichts oder nichts mehr zu tun haben. Andere hingegen sehen sich in der Pflicht, für den Rechtsstaat und Demokratie einzusetzen, das Unrecht zu benennen, es sich einzugestehen, damit Rassismus heute von Anfang an im Keim erstickt wird. Und so wird die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit zukunftsträchtig.